Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns Mo Phoenix an. Mama Baba. Neuer Track, gestern rausgekommen. Ich muss ehrlich sagen, in letzter Zeit feiere ich krass Mo Phoenix. Die Songs sind einfach göttlich, ja. Aber zuallererst, ich werde hier oft stoppen müssen. Ja? Auf jeden Fall ganz oft. Wenn ich irgendwas gesagt habe, nimmt das nicht ernst, nimmt das alles mit Humor. Hier wird auf jeden Fall alles mit Humor behandelt. Wir lachen drüber, wir vergessen das drüber. Einfach, was gesagt wird, bleibt auch hier fertig. Ja. Nimmt das nicht zu böse. Manche andere von euch nehmen das echt zu Herzen. Also, chillt mal auf jeden Fall. Wir hören uns diesen Track an. Ich freue mich riesig auf Mo Phoenix. Ich denke, der ist bei Live, ist Pain gut aufgehoben. Mit PA Sports haben die auch bereits schon gute Musik gemacht. Deswegen. Los geht's. Ich hol das Cash für Mama und kauf ein Benz für Baba. Ich hol das Cash für Mama und kauf ein Benz für Baba. Ich kauf ein Benz für Baba. Ich kauf ein Benz für Baba. Ich hol das Cash für Mama und kauf. Sehr krass orientalisch, ja. Für manche anderen da draußen, wer nicht weiß, was Baba heißt, Baba heißt Papa, ja. Also, Mama und Papa, deswegen mal so nebenbei. Ich seh dich auf nem goldenen Thron und kerngesund. Deine Zukunft ist wolkenlos. Ich kämpf für uns. Verzeih mir all die Schmerzen. Was hab ich dir angetan? Also, auf jeden Fall merkt man sofort am Anfang, dass es ein Lied hier für Mama und Papa gewidmet ist. Das erinnert mich an den Lied wie mit Animus und wie heißt er? Wie hieß er nochmal? Du bist die Stärkste oder so? Moment, ich guck mal ganz kurz nach. Der Song, irgendwie erinnert mich das so krass an diesen Song. Mit Motrip, genau. Animus und Motrip, der stärkste Mensch. Den fand ich auch geil. Ja? Also sehr krasser Track gewidmet an die Mama natürlich, ist klar. Ja. So, und hier macht das Mo Phoenix ebenso, nur halt gesangstechnisch, mehr gesangstechnisch. Im Gegensatz zu den anderen Jungs, die eher raptechnisch was geliefert haben. Aber. Meine Mama, meine Liebe, ist meine Kind in Ureine, das burile Geschmeie, Oh. haben wir Baby-Idee, la Mama, inshallah, bettet gut. Also das ist Arabisch, falls einer von euch nicht verstanden, genau, also nicht genau verstanden hat, worum es geht. Das ist so ähnlich wie Mama, gedulde dich, wie sowas wie ich versuche mit meinen eigenen Händen was aufzubauen und so weiter und so fort. Ja, das ist so halt, ergibt sich etwas, ergibt sich Mühe, ja, um irgendwie die Mama glücklich zu machen. Also, natürlich ist das krass orientalisch gehalten, sehr geil, ja. Also, so, ich mag überhaupt orientalische Beats. Ich finde irgendwie im Hip-Hop so ein bisschen, weil derzeit wird ja sowieso Trap und sowas gefahren, diese ganze Schiene und Autotune. Irgendwie so ein bisschen Abwechslung fehlt. Es gibt so geile orientalische, es gibt so geile russische Beats, so mit russischen Instrumenten, ja, Balalaika und so. Ich finde das. Fehlt so irgendwie, finde ich, in der Industrie. sorry, ich muss immer lachen, wenn ich sein Gesicht sehe. Ich habe immer so das Gefühl, der nimmt das irgendwie selber nicht ernst, ja. Wenn er so lacht, so komisch, ich weiß nicht, so ein komischer Ausdruck im Gesicht, ja. Wer Kaya Jana zum Beispiel kennt, ungefähr so ähnlich. Mein Superheld warst immer du, hab viel gelernt, doch du warst manchmal blind vor Wut. Ein Kriegerherz, die Jahre mit dir waren unvergesslich und du willst harte Tage.
harte Nächte ins Meer. Also hier auf jeden Fall, was ich richtig geil finde, auch diese zwei Ausschnitte. Ein Ausschnitt widmet er für die Mama. Und hier ist auf einmal jetzt der Papa, glaube ich, im Bild, wenn ich das so richtig verstehe. Ja? Auch der Text so, klingt so ein bisschen danach, ja. Bin ich wirklich gerade so ein bisschen gespannt, was da noch so zu sehen ist. Ja? Da bin ich interessiert, ehrlich gesagt. Also hier ist ja wie gesagt, ist auch so arabisch. Ich muss jetzt nochmal alles von neu hören, damit ich das übersetze. Mein Arabisch auch nicht gerade das Beste. Aber so ist das hier so beschrieben, dass der Vater für ihn wie ein König ist oder eine Krone oder sowas. Dass er alles für ihn tut. Ja, er wird alles für den Vater tun. Er wird, wie soll ich sagen, so Berge versetzen, ja. Wenn der Papa quasi sich Frieden wünscht, wird er den Frieden auch. Es ist schwer jetzt gerade für mich zu erklären, Alter. Aber so ungefähr in die Richtung geht, ja. Man kann etwas so sich vorstellen. Der Vater ist auch eine wichtige Person in der Familie, ne? Nicht nur die Mama. So. Was ich auch gut finde, zum Beispiel bei Animus und Motrip, den Track, da ging es hauptsächlich nur in die Mama, der Vater wurde quasi zur Seite geschoben. Was ich geil finde bei Move Phoenix, er spricht quasi die beiden Seiten an, ja. Sowohl der Vater ist wichtig, ist auch die Mutter. Baba, hab farhak inti und Mama. Wallah, wallah, ja Baba, hab farhak inti und Mama. Ma fi nasib beinetkun, bas rahin dal uletkun. Ma fi nasib beinetkun, bas rahin dal uletkun. Ich will das Cash für Mama. Also hier war das auch genauso. Er schwört quasi auf Gott. Also nicht schwören, aber bei Gott und so. Papa, er wird Mama glücklich machen. Ich habe so das Gefühl, als würde er sagen wollte, dass der Vater gar nicht am Leben ist, sondern nur die Mama. Und der wird alles tun, dass die Mama glücklich ist, weil der Vater nicht mehr da ist. So klingt das für mich jetzt ein bisschen, ja. Zumindest laut dem arabischen Kenntnissen, die ich so habe. Deswegen, ich hoffe, ich habe es richtig interpretiert. Ihr könnt mich alle korrigieren, ja. Deswegen. Natürlich, im Bild müssen natürlich PS Sports ist okay, aber Achi muss ja auch immer schön dabei sein. Ich muss sagen, ein schöner orientalischer Beat, schönen Gesang dazu, gewidmet für Mama und Papa, also mehr gibt es nichts dazu zu sagen, nichts zu meckern, saugeiler Shit, müsst ihr euch gönnen, geht auf den Kanal und besucht ihn, dann hört euch das selber mal an in voller Länge, ohne mein Gequatsche und dann passt das auch. Ich muss sagen, ich finde Phoenix sehr sympathisch, geiles Lächeln, sehr lustig und der Text ist natürlich für die heutige Verhältnisse natürlich, ja, was heißt Verhältnisse? Eher für die heutigen Tage ist das natürlich ein sehr emotional guter Text. Guter Song. So. Ja. Beide Familien sind wichtig. Deswegen, beide Familienteile sind wichtig. Deswegen, chill. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. See ya.